Willkommen zurück bei Mario Rabbit Sparks of Hope. Wir spielen das nicht nochmal, nein. Wir drücken jetzt auf Weiter. Boah, das hat aber gedauert, ey. Aber dafür hat es gelohnt. Wir haben eine Sonnenaufgang-Münze, eine Planetenmünze erhalten. Eine Sonnenaufgang-Münze. Was? Dieses Diddlidling. Das ist doch Zelda. Das könnt ihr mir doch nicht erzählen. Das war immer ein bisschen nervig. Tatsächlich. Aber okay. Wir haben es gemeistert natürlich. Als wäre nichts passiert. So. Gibt es denn noch mehr Münzen? Also nicht Münzen, sondern diese Sonnensymbole. Eventuell. Da ist nichts los. Niemand zu Hause. Mal gucken. Ach so, genau, das war die Truhe da unten. Das haben wir auch schon. Stimmt. Hier mal gucken. Hallo? Oh. Ich dachte schon, ich müsste jetzt immer mit einem Bob-Omb vor der Tür leben. Danke, dass ihr ihn entfernt habt. Aber hier gibt's nichts weiter. Schade. Auch raus. So ein Rabbit Open World Game wäre auch mal nice, glaube ich. Ich glaube, ich würde es mögen. Vielleicht ist hier drin noch was. Oh. Ja, vielleicht ist da drin tatsächlich noch was. Was wir vielleicht irgendwie übersehen haben. Könnten. Ja. Ich erinnere mich daran gar nicht. War die schon immer da? Ah. Oh. Dieser Raum ist toll. Wir sollten den Innenausstatter finden und unser Schiff auch so gestalten lassen. Mhm, selbstverständlich. Das wird wohl nichts. Dieser Raum wurde von Rabbits kreiert, die einen Zeitvertreib gesucht haben. Sie haben ihn offensichtlich nicht fertiggestellt. Er scheint aber trotzdem zu funktionieren. Also, falls du es mal versuchen möchtest. Sehr schlau, Genie. Aber wusstest du, dass Rabbits beim Gestalten von Räumen wie diesem mit der Belohnung anfangen? Ich zeig es dir. Blaue Münzenherausforderung. Schließe die Münzenherausforderung ab. Ja. Das kriegen wir doch sicherlich hin. Aua! Alright. Wow. Sehr schön. Sehr gut. Leider keine Insignie bekommen.
Aber gut, ein kleiner Bonusraum muss auch mal sein. Wo können wir denn... Achso, komm, wir gehen nochmal nach oben. Mal gucken, ob wir da noch irgendwas haben. Irgendwas sehen. Was jetzt neu nach dem Abschluss der ganzen Sachen da hingekommen ist. Wie eben diese Röhre da unten, da war ja auch vorher nix. Zoom, zoom. Swish. Swish. Den machen wir. Ein paar EP sammeln. Ach, wie so ein Dicker. Kader Carlo. Kader Karlauer. Let's go! Let's go! Oh yeah! Schade, schade, schade. Pardon. Ich glaube, das finde ich sehr gut von hier aus. Und diese Katze wird sich zuerst bewegen, weil ich gleich die Bombe wegmachen werde. Nicht. Gut. Das war nicht schlimm. Sing! Luigi! Genau. Geht nämlich dann in die andere Richtung. Schon mit 5 FPS. Schlacht gewonnen. Ich bin der Beste. Stufe 10. Ein Feind. Das war kurz und schmerzlos. Oh. Los Münzos. Das war Spanisch. So, da gibt es ja immer noch jemanden. Ohne Fahrschein. Ohne Leuchtturmschein. Wir müssen mal eben heile dein Team. Kosten 130. Oh ja, bestätigen. Ah, das geht so einfach? Wieso sagt mir das keiner? Das war ja einfach. Ne, das wollte ich nicht. Ich wollte... Das hier, da komme ich zum Team. Ja, genau. Okay. Meine Helden. Da muss ich kurz hin. Fertigkeitenbaum. Luigi. Anpassen. Ah, siehst du, guck mal. Ich kann nämlich da wieder was erlernen. So wie es aussieht. Ah. Mehr Reichweite. Hä? Huh? Oh.
Eisenblickschaden. Waffenschadennutzung. Yep. Haha. Yep. Ja. Yes. Kraftpunkte. Größerer Bewegungsradius. Das können wir für dich mal nehmen. Okay. Ach, da ist noch ein übrig. Ich habe noch einen übrig. Ja, dann... Oh, da ist auch gut. Er kann durch Dinger schießen. Reaktionsgeschosse durchdringen alle Hindernisse. Das ist cool, aber das kann ich nicht machen. Das brauche ich 3 Stück von. Schade. Yep. Haha. Yep. Ja. Gut. Dann das hier. Wir machen jetzt nochmal so eine kleine Anpassrunde hier, weil wir haben mit einigen noch gar nicht gespielt. Wir bekommen jetzt eben halt ein Upgrade. Aber ich mache kurz mal meine Kamera hoch, damit ihr sehen könnt, was deren Fähigkeit bewirkt. So, das ist ein Erschöpfungs-Cooldown. Was sind... Ah, okay. Okay. Schöpfungsreichweite. Schöpfung ist nicht so das Ding, aber mehr Schaden würde ich gerne machen. Mehr Schaden. Ja. Yeah. Light Boost. Auf Punkte. Nehmen wir gerne nochmal. Und dann war es das, glaube ich, ne? Ja. So. Er hier. Extra Raserei. Das finde ich super. Wieso hat der... Ach so, okay, verstehe. Das ist auch gut. Das ist ein bisschen breiterer... Breitere Rotation. So, Mario. Come on. Genau, bei Mario habe ich ganz vergessen. Der kann ja sogar schon den Stampfer auf den Gegner machen. Waffenreichweite. Das ist bei Mario ganz wichtig, tatsächlich. Weil der nicht so weit schießen kann. Deswegen nehme ich das jetzt einfach mal. So, Peach hat noch 10. Die hatten noch alle. Okay, alles klar.
Healer. Ein Healer ist ganz gut. Einen habe ich noch, einen habe ich noch. Kraftpunkte. Machen wir das. Das ist ein bisschen auf Healing aus. Peach. Hat auch 2 Punkte. Ach so, okay, ich habe keine Punkte mehr. Warte, dann ist das so. Und Mario Rabbit haben wir noch. Größere Radius. Gegenschlagreichweite. Drei habe ich noch. Ah, okay, cool. Der hat einen kleinen Radius sogar, wenn er slidet. Raserei. Das finde ich gut. Ich kann auch das erstmal nehmen. 10% mehr Schaden. Einen noch. Einen Punkt haben wir noch vergeben. Ja, dann hier nochmal einen, ne? So. Wunderbar. Sparks können wir nochmal aufwerten. Wenn da was ist. Den finde ich ganz geil, tatsächlich. Ja, deswegen kamen wir bei einer Runde auch, glaube ich, gar nicht so gut voran, weil weil wir einfach nicht aufgelevelt haben. Für 3 ist erstmal die Obergrenze für meinen 10er. Okay. Sparks also rein dafür, um die aufzuwerten. Okay. Verstehe. Ja, das machen wir dann auch. Aufstieg. So. Okay. Marion, das klingt auch ganz nice eigentlich. Mach mal. Na komm, wenn wir schon... Dann können wir den auch erwerten. Wir sind mit den Sternen soweit gut vor eigentlich. Das heißt, alle soweit aufgewertet. Fein. Wir brauchen neue Items. Wir müssen wieder einkaufen. Ja. Ja, siehst du? Das er sagt es auch. Ja. Ja, hier gibt's nichts weiter, ne? Oh.
Da waren wir. Im Schiff müssen wir, um die Galaxie weiter zu erforschen. Da hinten müssen wir nochmal rein, um dieses, oh, da müssen wir auch nochmal hin. Noch ein bisschen was zu tun in dieser Welt. Vielleicht müssen wir aber auch weitermachen und nachher nochmal, wenn wir stärker geworden sind, wieder zurückkommen. Weil wir da ein bisschen mehr drauf haben. Außer Zahnbelag. Das kriegen wir doch hin, oder? Ja, nimm mal. Und Pause brauchen wir noch. Gut, reicht erstmal. Slonging. Ja, da müssen wir hin. Wenn das jetzt eine Stufe ist, die wir... Stufe 9. Okay, wir sind Stufe 10. Das sollte... Oh nein! Mein Battery lässt nach. Vielleicht schaffen wir den einen sogar noch. Aber auch erst in der nächsten Folge. Bis später. Tschüss.